Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Aldi mit dem High-End-Gaming-PC-System Hunter X20 für 3.999 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Kurz vorweg, dieser Artikel wird am 24.02. um 7 Uhr released. Ich würde euch echt empfehlen, wenn ihr den haben wollt, setzt euch irgendwie, weiß ich nicht, einen Merker im Handy oder so. Die Dinger sind schnell weg. Hier steht zwar 24.02. bis 19.03., aber nur solange der Vorrat reicht. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch bei den alten Systemen, also was heißt bei den alten, die jetzt vor ein paar Monaten da waren, dass die innerhalb von 2-3 Minuten weg waren. Also wenn ihr das wirklich haben wollt, müsst ihr euch um 7 Uhr hier einloggen bzw. schon alles fertig haben und euch das Ding dann sichern. Kurzer Hinweis nochmal, wenn euch andere Systeme interessieren oder irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne unseren Discord joinen. Hier haben wir unseren Discord, das hier ist jetzt der Channel Fragen zu Fertig-PCs. Da werden dann hier PCs gepostet, wir antworten darauf, unsere Berater sind immer schön dabei. Wir haben hier auch immer Preisvergleichslisten, so wie ich das auch in den Videos mache. Das hier ist der allgemeine Frage-Channel. Hier hat zum Beispiel einer ein Problem gehabt mit seiner Wasserkühlung, da haben wir ihm dann auch geholfen, beziehungsweise er hat es wohl selber irgendwie hingekriegt. Für PC-Zusammenstellungen haben wir hier auch noch einen Kanal. Und hier haben wir tatsächlich auch noch einen Kanal, wo ihr dann Videos vorschlagen könnt. Ihr sagt jetzt, ihr braucht das und das System, ihr würdet da gerne eine Meinung zu hören, dann mache ich da eventuell auch ein Video drüber. Also wenn ihr möchtet, joint unseren Discord, Link ist in der Videobeschreibung. Kommen wir zu dem PC, 3.999 Euro kostet der. Das Gaming-PC-System für noch nie dagewesenen Spielspaß. High-End-Performance und geballte Nvidia-Grafik-Power mit dem Gigabyte Z690 Euros Pro AX Mainboard, Intel Core i9 12900K Prozessor und 32 GB DDR5 RAM. Ja, das ist so ziemlich alles, was man auch erwarten sollte in dieser Preisklasse. Dann haben wir hier die Produktdetails. Das hier ist einfach nur die Seriennummer. Hier haben wir den Prozessor. Das ist ein Intel Core i9 12900K. Ja, das ist so ziemlich das Beste, was ihr aktuell kriegen könnt. Der hat 8 plus 8 Kerne, also 8 Efficiency-Kerne und 8 Performance-Kerne, beziehungsweise 24 Threads. Das heißt, die Performance-Kerne, die takten dann sozusagen doppelt, wenn man möchte, also Hyper-Threading. Und die 8 Efficiency-Kerne sind dann dafür da, wenn ihr irgendwelche Büroaufgaben oder nicht so leistungshungrige Sachen macht. Der hat eine TDP von stolzen 125 bis 241 Watt, dazu kommen wir gleich noch. Hat auch eine integrierte Grafikeinheit, die ihr natürlich nicht benutzen werdet. Ihr habt ja die 3090 in dem System. Zum Zocken geeignet, zum Streamen geeignet, unterstützt offiziell DDR5 4800 bzw. DDR4 3200 MHz und der kostet 589 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir Windows 11 Home. Ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, von Windows 11, weil das noch ziemlich buggy ist, aber es ist wohl benötigt für diesen Prozessor, weil der dann besser klarkommt mit diesen Efficiency- und Performance-Kernen. Ich gehe immer mit Windows 10 und wenn ich dann Bedarf habe, upgrade ich, aber Windows 11 ist hier natürlich in Ordnung. Kostet 70 Euro, pack mal so in den Warenkorb. Bekommt ihr bei meinem Partner CDK-Deals natürlich auch günstiger. Dann bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3090. Wir nehmen jetzt einfach mal die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G. Es kann auch eine andere sein, eine Zotac oder Palit. Ich weiß nicht, was die da immer so verbauen. Ist wohl meistens Zotac, habe ich gehört, aber ihr habt halt eine Wundertüte, was ihr da kriegt. Leistungstechnisch macht das jetzt nicht den Unterschied. Ist natürlich die Top-Grafikkarte schlechthin. Ich persönlich finde es ein bisschen, ja, übertrieben, ehrlich gesagt. Damit ich euch einfach mal einen einfachen Eindruck zeigen kann, haben wir hier eine 3080 Ti und hier eine 3090 bei User Benchmark. Die hat 1% mehr Leistung. Gut, sie hat wesentlich mehr Speicher, klar. Aber realistisch gesehen 1% mehr Leistung, da hätte eine 3080 Ti auch gelangt. Wir machen dazu auch noch einen kleinen FPS-Test, beziehungsweise ich zeige euch gleich mal ein Video. Und die kostet 2.399 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte Z690 Aorus Pro AX Mainboard. Ja, das ist ein Top-Mainboard. Z690-Chipsatz, das heißt, ihr könnt übertakten, hat einen Sockel 1700, klar, muss auch sein bei dem Prozessor. Das hatten wir tatsächlich auch schon mal, es hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, das heißt, ihr könnt hinterher noch erweitern, ihr habt jetzt 32 GB drin, ihr könnt dann, sage ich mal, auf 64 GB hochgehen, wenn ihr jetzt noch zwei weitere Riegel kauft. Hier drunter verbergen sich 4 M.2-Anschlüsse, das heißt, ihr könntet 4 M.2-SSDs einbauen, wenn ihr das möchtet. Eine ist natürlich schon verbaut. Hier kommt die Grafikkarte rein, hier unten könnt ihr noch erweitern mit Capture-Cards oder WLAN-Karten, beziehungsweise WLAN-Karte ist Quatsch, das Teil hier hat WLAN. Ihr könnt eine USB-Erweiterungskarte oder sonst was da rein tun. Von den Anschlüssen her haben wir hier Toslink, Mikrofon und Line-Out.
also Kopfhöreranschluss, Netzwerkanschluss, viermal USB 3.1, einmal USB Typ C 3.2, viermal USB 2.0, viermal USB 3.0, Bluetooth, WLAN. Klar, DisplayPort werdet ihr hier nicht benutzen, weil ihr halt über die Grafikkarte das Bild zieht. Also ich habe da absolut nichts dran auszusetzen. Ist ein Top-Mainboard, finde ich gut. Und das kostet 289,96 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir eine 2 TB PCI Express SSD. Da wissen wir jetzt auch nicht, was ihr bekommt. Das könnte eine Samsung sein, eine Kingston oder eben hier in dem Fall eine Crucial P5 oder sowas in der Art. Hat eine Lesegeschwindigkeit von 3400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. 2 TB in der Preisklasse, ja, finde ich okay. Hätte mehr sein können. Es gibt Leute bei uns, die lassen sich Systeme zusammenstellen. Allerdings mit einer 3080 Ti, die ungefähr die gleiche Leistung hat, habe ich ja eben drüber gesprochen. Und da packen wir dann auch schon mal 4 TB SSD-Speicher rein. Aber das passt soweit. Und die kostet 181,90 € bei Cyberport. Dazu bekommen wir noch eine 2 TB Festplatte. Kann von Seagate sein, von Toshiba, von wem auch immer. 2 TB ist okay, könnt ihr eure Spiele und so auslagern. Habt natürlich etwas längere Ladezeiten. Für Bilder, Videos und so reicht das dicke. Und die kostet 45 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher mit 4800 MHz. Nur zur Erinnerung, der Prozessor unterstützt offiziell auch 4800 MHz. Welchen ihr da jetzt genau bekommt, kann ich euch natürlich nicht sagen. Es kann auch Samsung-Speicher sein oder ähnliches. Wir nehmen jetzt einfach mal den Kingston Value RAM DIMMKit 32 GB DDR5 4800. Von welchem Hersteller es ist, ist erstmal egal. Die Timings wissen wir leider auch nicht. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass DDR4 mit einer hohen Megahertz-Zahl, zum Beispiel 3600 oder 4000, da locker drankommt. An DDR5. Deswegen, es macht eigentlich keinen Sinn, auf DDR5 zu setzen. Zumindest aktuell noch nicht. Ihr könnt natürlich später diese Riegel günstiger kriegen. Das entwickelt sich jetzt alles noch. Was aber gut ist, sie haben auf Dual-Channel geachtet, weil Single-Channel wäre wirklich nicht angebracht in diesem System. Sieht natürlich hässlich aus. Und ihr habt eine Scheibe in dem System. Aber gut, das ist jetzt nur dieses Optische. Da hat jeder einen anderen Geschmack. Aber ich glaube nicht, dass irgendeiner diese grünen Riegel toll findet. Und der kostet 254,01 € bei Völkner. Dazu bekommen wir eine AlphaCool Eisbär 240 Wasserkühlung. Ja, eine 240er Wasserkühlung. Für den Prozessor, das ist mutig, würde ich mal so behaupten. Den kriegt ihr damit, glaube ich, nicht vernünftig gekühlt. Ich habe hier nämlich ein schönes Video gefunden. Das verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Der hat hier eine Pure Loop genommen, auch eine 240er von Be Quiet. Der hat auch den 12900 hier auf dem Aufbau. Und hier, ich bin mal ein bisschen geskippt, seht ihr auch schon die Temperaturen, also die Maximaltemperatur, natürlich jetzt ein Cinebench. Cinebench lastet den Prozessor komplett aus, aber das ist auch so, wenn ihr jetzt rendern würdet. Ihr macht ein Video, wollt das rendern, dann habt ihr auch 100% Auslastung. Habe ich bei meinem hier auch. Da ist er schon so bei 90 Grad. 90 Grad ist schon krass viel. Also man sollte mindestens auf eine 360er setzen. Hier sagt er auch noch, so if you want to cool this bad boy down, be ready to go at least 360mm AIO if you want to do that. Also er sagt selber, dass er eine 360mm AIO empfiehlt. Vor allen Dingen, die steht hier frei. Das heißt, dass ihr in einem geschlossenen Case, wie es bei dem jetzt der Fall ist, das ist übrigens ein Scheiß-Case, was den Airflow angeht, da kriegt ihr höhere Temperaturen. Und wir haben ganz oft das Problem gehört, dass diese Dinger einfach zu warm werden. Ich sehe es auch immer wieder in den Kommentaren zu meinen alten Aldi-Videos. Da fragen die dann, was nimmst du für einen CPU-Kühler dafür, weil der einfach zu warm wird. Ich weiß nicht, warum die das nicht geschissen kriegen. Das Case ist kacke, da komme ich aber gleich noch zu. Und die Wasserkühlung ist einfach nicht angebracht für diesen starken Prozessor. Luftkühlung würde ich schon mal gar nicht gehen. Ich würde auf jeden Fall eine 360er Wasserkühlung nehmen. Die passt aber eben nicht ins Case. Das ist das Problem hierbei. Wie gesagt, das Video hier, das findet ihr in der Videobeschreibung dann, wenn ihr euch dann noch weiter informieren wollt. Deswegen, ich kann die hier leider nicht gutheißen. Ehrlich nicht. Der wird zu warm werden. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt auch noch in der Dachgeschosswohnung oder so sitzt. Na, lasst euch das gesagt sein. Und die kostet 104,57 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir ein Seasonic Focus GX750. Auch sehr, sehr mutig. 750 Watt bei dem System. Finde ich zu wenig. Es ist ein gutes Netzteil, gar keine Frage. Es hat auch 10 Jahre Garantie, ist alles super. 750 Watt ist absolut nicht angebracht. Niemals. Nehmen wir hier den Netzteilrechner. Kommt ihr auf eine errechnete maximale Leistungsaufnahme von 709. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, ja, dann reichen doch 750. Nee, die sagen hier selber auch 850 Watt Netzteil oder 1000 Watt Netzteil wird empfohlen, denn ihr habt Lastspitzen. Das, ihr seid in einem Game oder das Game lädt, das hatte ich früher mal bei einem älteren PC, der wollte Assassin's Creed spielen, das Game lädt, kackt ab. Der hat auf einmal eine Lastspitze gekriegt. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Vor allen Dingen, wenn ein Netzteil so an der Leistungsgrenze die ganze Zeit betrieben wird, wird es laut und sehr warm und nein, nein, absolut nicht, funktioniert nicht. Ist jetzt aber meine persönliche Meinung. Kann natürlich sein, dass jetzt alle Leute damit zufrieden sind, aber ich würde sowas niemals kaufen. Niemals. Also das Netzteil so an sich schon für andere Systeme, ja. Das Netzteil ist nicht schlecht, aber 750 Watt ist einfach nicht angebracht. Ich kann es nur wiederholen. Und das kostet 96,40 € bei Mindfactory. Hochwertiges Markengehäuse von Invin ist das Invin 101.
Ich habe mir zwei Artikel durchgelesen, da steht das 101er drin. Ich habe schon in den anderen Videos gesagt, ich werde mit den Dingern nicht warm. Ich finde sie designtechnisch eine Katastrophe. Airflow-technisch sowieso würde ich die Finger von lassen. Oder ihr kauft euch jetzt die ganze Hardware da und holt euch ein neues Case, aber dann könnt ihr es auch direkt bei meinem Factory bauen lassen. Wir kommen ja gleich noch zum Preis. 65 Euro für so ein Case? Nee. Es hat gerade die Post geklingelt, jetzt bin ich ein bisschen außer Atem, also nicht wundern. Hier haben wir noch die Software, Windows 11 Home, kostenlose Testversion für Microsoft 365, also 30 Tage Testversion für Microsoft 365, Neukunden vorinstalliert. Das bedeutet für euch, nach 30 Tagen dürft ihr blechen. Beziehungsweise der wird dann irgendwann sagen, wenn sie jetzt die Vollversion haben wollen oder abonnieren wollen, das ist ja glaube ich so ein Abo-System, dann müsst ihr zahlen. Schmeißt es runter, schmeißt es einfach runter. Dasselbe gilt für McAfee LifeSafe, kostenlose 30 Tage Testversion vorinstalliert. Ist genau das gleiche Spiel. Nach 30 Tagen kommt ihr in so ein Abonnement rein, sofern ihr die Zahlungsdaten und so schon hinterlegt habt. Macht es nicht. Schmeißt es einfach runter, der Windows Defender macht einen guten Job. Jetzt haben wir hier hinten noch so einen kleinen Lüfter. Hier sehen wir die Wasserkühlung, die wird wahrscheinlich an der Seite montiert sein. Und der hier, der ist in dieser Liste gar nicht drin. Das habe ich aber letztes Mal aus anderen Artikeln rausgezogen, den berechnen wir jetzt auch noch. Hier haben wir einen Arctic P12, der kostet 11,86 €, den packen wir jetzt auch so in den Warenkorb. Ist auch so ein RGB-Lüfter. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, das Case, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 4.106,69 €. Das System soll kosten, sagen wir mal glatt, 4.000 €. Das heißt, ihr seid jetzt im Moment günstiger als Selbstbau, aber ich würde das System nicht kaufen. Ich weiß, es wird weg sein. Klar, die Leute, die kaufen es trotzdem. Ist egal, was ich sage. Ist ganz komisch. Nur, es sind viele gute Komponenten drin. Keine Frage. Aber das Netzteil ist definitiv zu klein. Und die Wasserkühlung auch. Guckt euch das Video gerne nochmal an, was ich euch unten in die Videobeschreibung packe zu diesen ganzen Tests. Da haben die ja die Pure Loop genommen. Die lässt sich ungefähr damit vergleichen. Würde ich so nicht kaufen. Das Case hat auch einen beschissenen Airflow. Das ist immer wieder das gleiche Thema. Aldi kriegt es nicht geschissen. Oder Medion in dem Fall. Computer rauszubringen, die einen gescheiten Airflow haben, beziehungsweise eine angemessene Kühlung. Da wird irgendwie immer drauf geschissen. Bei den alten Systemen waren sogar die Netzteile in Ordnung. Bei dem hier finde ich es zu klein und der Netzteilrechner sagt das Gleiche. Ich schicke euch den Link von dem Netzteilrechner auch nochmal gerne unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, aber ich habe es ja eben gezeigt, also es ist eigentlich egal. Wenn ihr jetzt wirklich mit dem Gedanken spielt, euch das zu holen, zeige ich euch jetzt noch einen FPS-Test. Der ist sogar sehr aktuell. Ich nehme das Video jetzt gerade am 16.02. auf. Am 14.02. kam dieser FPS-Test, 3090 plus und 12.900K. Test in 10 Spielen, Full HD, WQHD und 4K. Da haben wir hier Forza Horizon 5 in Full HD und Ultra Settings, da seid ihr so bei ca. 200 FPS. In WQHD 170 FPS und in 4K immer noch bei stabilen 100 FPS. Dying Light 2 macht in Full HD und Ultra Settings 120 FPS. In WQHD 100 FPS und in 4K 51 FPS, also 50 bis 60 FPS, sag ich mal, kommt auf die Umgebung an. Was auch viele immer interessiert, der Microsoft Flight Simulator in Full HD und Ultra Settings seid ihr so bei 93 FPS, in WQHD bei 84 FPS und selbst in 4K geht diese Grafikkarte bei dem Spiel in die Grätsche, 46 FPS. Ja, was heißt Spiel, ist ja ein Simulator, ja, ne? Ist natürlich bei so einem Simulator noch gut spielbar. God of War seid ihr mit DLSS, was ausgeschaltet ist, und Ultra Settings auf Full HD bei 114 FPS, in WQHD auf 90 FPS und in 4K 69 FPS. Cyberpunk auf Full HD und Ultra Settings seid ihr bei 98 FPS, WQHD 70 FPS und 4K 46 FPS. Days Gone liegt auf Full HD und Ultra Settings bei 220 FPS, WQHD 162 FPS und 4K 82 FPS. Das Video gerade, das verlinke ich euch natürlich auch wieder in der Videobeschreibung, wenn ihr die anderen Spiele auch noch sehen wollt. Alles in allem würde ich sagen, kauft es euch lieber nicht. Es wird eh weg sein, aber kauft es euch nicht. Netzteil zu klein, Wasserkühlung zu klein, Case ist kacke. Meine Meinung dazu. Ja, kann jeder anders sehen, aber ich würde wirklich sagen, lasst die Finger davon. Wundert euch auch nicht, warum das Case hier ein bisschen anders aussieht, dass es so ein Eigendesign ist. Also das Grundcase ist immer das gleiche, das ist das 101er Invin. Die haben halt eine andere Front da reingepackt, ne? Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.